Ja, herzlich willkommen hier beim autofreien Sonntag in Hannover, 16.01.2010. Bestes Wetter hier. Es war nicht der 16.01., sondern der 16.05. Und da war es auch wieder soweit. Die Hannoveraner haben ihr Auto stehen lassen und eroberten die Innenstadt zu Fuß, mit dem Rad, Inlineskates oder anderen unmotorisierten Hilfsmitteln. Zum dritten Mal fand der autofreie Sonntag in Hannover statt. Und dieses Jahr gab es die Besucherrekordzahl von 100.000 Menschen. 120 Organisationen, Vereine und Firmen sorgten in der Innenstadt für Unterhaltung und für Informationen. Von der berufsbildenden Schule, also für Holztechnik, Tischlereien und so wird ausgebildet. Und wir wurden halt gefragt, ob wir daran teilnehmen wollen. Also die Schüler, wir sind, glaube ich, jedes Jahr hier. Und wir haben halt gesagt, wir machen das freiwillig an einem Sonntag und verkaufen halt die Sachen, die wir halt auch selbst produziert haben. Also die Vogelhäuschen haben wir gebaut, die Bretter, eigentlich hauptsächlich die Lehrer, aber ein paar Schüler waren auch dran beteiligt. Okay, hier ist ein kleiner Versuch mit Kresse-Samen. Die beiden Wattebauschen sind in Kresse-Samen getränkt mit Wasser. Und hier unten haben wir CN-Lack. Das ist Nitrocellulose-Lack, soweit ich weiß, die Abkürzung. Und hier drin ist einfach nur Leinöl. Und dann zur selben Zeit reingehängt und dann sieht man einfach, dass das Leinöl der Kresse überhaupt nichts ausmacht. Also selbst wenn kein Leinöl drin wäre, würde es so wachsen. Und bei diesem CN-Lack passiert eben nichts. Also es wird dadurch gehemmt. Dadurch kann man eben die Schädlichkeit nachweisen. Ja, mein Name ist Frank Siegele. Ich bin Leiter der Klinik am Kronsberg. Eine Suchtreha-Klinik, der STEP. Und wir haben hier die einmalige Möglichkeit, mal unsere Therapie, die wir mit unseren Suchtpatienten machen, auch live zu zeigen. Und man stellt sich ja immer vor, Suchttherapie ist was Langweiliges. Da sitzt man immer nur im Kreis und redet über seine Probleme. Und das ist ja nicht so, sondern wir bringen unsere Patienten in Bewegung oder sie bringen sich selber in Bewegung. Und wir können hier in so einer Öffentlichkeit beim autofreien Sonntag hier in Hannover das mal zeigen. Also eine ganz hervorragende Möglichkeit, ja, unsere Klinik in Bewegung zu präsentieren. Neben den Klassikern wie Fahrradmeile, der Alternativmobilausstellung, Skater- und Streetparcours gab es dieses Jahr das erste Mal das Solarfest am gleichen Tag. Das Solarfest war vor einigen Jahren noch am Maschsee. Auf der Georgstraße fand wohl die größte Aktion vom Solarfest statt, das Bobbycar-Rennen. 16 Schulen nahmen daran teil und bauten mit dem gesponserten Material von EnerCity ein solarbetriebenes, selbstfahrendes Bobbycar. Die Teilnehmer mussten auf der Rennstrecke einen Slalom, einen Minitunnel und eine Sprintstrecke gegen die Zeit fahren. Wir haben einen der Teilnehmer vor dem Rennen einige Fragen stellen können. Bist du schon mal gefahren mit dem Bobbycar heute? Ja, ich bin gerade in, also Probelauf. Probelauf. Und kannst du mir erklären, wie das funktioniert mit den Solarzellen, mit dem Bobbycar? Wie fährt denn das? Also, die Solarzellen wärmen sich auf und von der Sonne kommt Strom her. Und durch den Strom kannst du dann fahren? Ja. Und wie schnell kann man damit fahren? Das weiß ich leider nicht, aber... Ist das so schnell wie ein Auto oder eher wie ein Fahrrad? So, fast so wie ich Fahrrad fahre. Und erklär's mal, also wo sind hier die Bremsen? Wo ist das Gaspedal? Wie sitzt du beim Auto? Das hier ist die Bremse, das hier ist Gas. Symbolisch sind alle Teilnehmer einmal alle zur gleichen Zeit losgefahren. Aber nachher musste jeder alleine gegen die Zeit antreten. Wir haben den kleinen Jungen natürlich auch beim Rennen verfolgt. Los! 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 Los!
Alice Salomon Schule bekam einen Sonderpreis für ihr Design. Die drei schnellsten Teams wurden ausgezeichnet und es gab auch noch was für die Klassenkasse. Mein Sohn ist beim Bobbycar-Rennen mitgefahren mit einem solarbetriebenen Bobbycar und den haben wir begleitet und jetzt gucken wir uns um. Waren Sie schon mal auf dem Solarfest? Oder? Nein. Gar nicht? Nein. Das erste Mal? Das ist das erste Mal, ja. Autofreier Sonntag auch das erste Mal? Genau, richtig. Es macht total Spaß, es gibt viel zu sehen, viel auszuprobieren, ist schön. Also gut finde ich erstmal, dass man wirklich hier so frei über die Straßen laufen kann und dass das Wetter mitspielt und man hier ganz nett durch die Gegend laufen kann. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass manches einfach so von den Lautsprecheranlagen zu laut gestellt ist. Das ist, kommt mir ein bisschen zu sehr Remi-Demi-haft vor. Also ich fand am besten, dass man hier mit der Kreide auf der Straße malen konnte und nicht von Autos überfahren wurde. Und ich bin zum dritten Mal hier. Und eigentlich ist es schade, dass man diesmal nicht auf dem EG malen konnte, sondern eh nur in der Fußgängerzone, wo man nicht überfahren wird. Ja, wir kommen eigentlich immer, wenn das Solarfest ist oder zu solchen Festen. Wir sind Hannoveraner und wir kommen zu solchen Festen. Wir erfahren das über die Presse. Also ich bin das zweite Mal hier. Ich habe vor 2 Jahren war ich schon mal dabei und da war mehr los einfach. Da waren auch Bands noch mehr und das ist ein bisschen zurückgegangen, finde ich. Also ich finde, dass es überhaupt so einen Sonntag gibt, finde ich gut. Müsste es öfter geben. Könnte es auch öfter geben. Und könnte mir auch vorstellen, dass es so vom Angebot nicht nur für Kinder auch was gäbe, sondern noch mehr auch für Erwachsene. Nein. Ja, mir hat es heute sehr gut gefallen. Waren Sie das erste Mal hier? Nee, wir waren letztes Jahr, glaube ich, schon mal hier. Und wir haben heute angefangen mit dieser Fahrraddemo und sind dann hier irgendwie hängen geblieben und ja, war ein schöner Tag. Also ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und da kommt man wunderbar hin und ich brauche kein Auto und von mir aus kann die ganze Innenstadt autofrei sein, immer. Wie man hört, war dieses Jahr auch ein voller Erfolg. Es waren sogar mehr Leute da als vergangenes Jahr. Die verschiedenen Aktionen haben alle Altersklassen glücklich gemacht und am meisten hat man sich doch wohl über die Sonne gefreut, die sich endlich mal wieder hat blicken lassen.